Max, was sagst du? Was sagst du? Das Beste ist Bombe, ey. Der zieht richtig ab, der sieht geil aus, der ist so leicht und ich glaube, ich hole mir so einen. Willkommen zu Jadbos Garage. Heute sind wir mit dem Shopper mal in Bochum unterwegs. Alter, hier sind so viele Baustellen. Aber es ist total schön, hier kann man jetzt nicht einfach so schön durch den Verkehr durchuscheln. Baustelle, Baustelle, Baustelle. Nach Bochum komme ich immer gern zurück. Komme ich nach Hause. Wenn du die ganze Zeit in der Weltgeschichte rumtingelst, ist es schön, wenn man irgendwo hinkommen kann, wo man sich zu Hause fühlt. Oh fuck, ey, sag mal, wo willst du mich lang schicken, ey? Ja, da vorne ist ein alter Stinker. So ein Zweitakter, boah, das riecht bis hier. Aus der schönsten Stadt der Menschheit fahren wir jetzt nach Wattenscheid. Immer auf der Straße gucken und wieder können wir uns vordrängeln. Wie geil ist das denn? Das Coole ist, wenn du dich wirklich an die Geschwindigkeitsbegrenzung hältst, dann kommst du auch mit der grünen Welle durch. Hardtail, ne? Ich sag, du musst halt den harten Arsch halten, sonst wird halt nichts. Das kriegst du Unbequemlichkeit. Durch das finstere Wattenscheid. Na komm, Fahrmeister. Siehst du doch, dass der da geradeaus will. Zwei Autos kommen bei grün rüber. Das ist nicht immer gut. Immer gut. Alles super hier. Das ist schon Spaß mit der Karre. Macht echt Bock, ey. Schade, dass der Sommer bald vorbei ist. Akkubefestigungsteststrecke. So, jetzt sind wir hier an der Straße. Die ist seit einigen Jahren, ist das hier verkehrsberuhigte Zone, sprich 30, der Umwelt zuliebe. Und was sie damit erreicht haben, ist, dass alle hier mit Standgas rumstehen. Jetzt, bei 50 kriegt er mich. Jetzt wollen sie es aber wissen, ey. Ja, wegen der Emissionen gilt das ja für mich nichts hier. Die Luftreinhaltungsgeschichte. Ich mache ja keinen Dreck in der Luft jetzt. Ja, super. Wichser. Blitzautomat, ey. Aber ich habe da vorne kein Nummernschild. Wie geil ist das denn? Ich in Berlin dachte, das werde ich mal mit dem Shopper mal ein bisschen Joyride machen, overnight. Ich so gut für mich. Warum bin ich eigentlich hier lang gefahren, ich Blödmann? Oh, noch ein Elektriker. Na, gibst du Gas mit deiner Stinkmöhre? Hier ohne Licht fahren, was ist das denn? Oh, schon wieder rot. Was soll das? Die Ampel ist rot. Da kannst du gar nichts. Leute, es ist grün. Wieso bewegt sich da nichts? Ganz große Klasse. Oh, super, ey. Das macht auch mit dem Shopper keinen Spaß hier. Ne, fahren wir heute nochmal? Oh, ey. Alter Schwede, ey. Es macht so einen Spaß, mit dem Ding zu fahren. Ey, das ist ja wohl eine Frechheit, oder? Mitten auf der Straße, ich glaube es nicht, ey. Durchgeschoben. Das ist also nicht illegal durchgefahren. Ich hab keinen Verbrenner, ey. Zieg die ab, ey. Dann ist nicht mehr weit bis zur Pommesbude. Macht auf jeden Fall Bock. Macht richtig Bock. Beschleunigung, Knaller. Leise, Knaller. Also, auch wenn sich das jetzt doof anhört. Das Hardtail, das geht auch. Wenn das Hubbeln nicht wäre. Das Hubbeln muss weg.
Und der Shopper ist natürlich ein reines Vernunftfahrzeug. Auf jeden Fall. Da kannst du einfach mal vorbeiziehen, ey. So, auf geht's durch das wilde Berlinistan. Am Tag. Der komm nicht pennen, Fahrt ist grün da. Hallo. Alter Schwede, ey. Alle am Pennen hier. Ja, was ist jetzt hier? Mann, ey, fahr du Penner. 3 Meter weiter und rot, ey. Jetzt hast du mir aber gezeigt, Meister. Du bist der Größte. Und was hat's dir gebracht? Nix. Gar nichts. Stehst an der roten Ampel. Wenn ihr irgend so ein Penner wieder meint, er müsste auf den Seiten, also auf der rechten Spur parken, da gehst du einfach dann vorbei. Das ist natürlich schon schön im Auto. Und an sowas kommt man natürlich auch gut vorbei. Warum wir sich natürlich ausgerechnet quer auf die Straße stellen müssen da, ne? Die Polizei, ei, ei. Boah, alter, fahr! Der Cherokee. Sag doch einfach, wir fahren Cherokee. Cherokee! Wir fahren Cherokee! Die Hubels hier, die sind mit dem Hardtail aber echt nicht genießbar. Oh Gott, was hier wieder los ist, ey. Und ich bin trotzdem der Erste an der Ampel. Na, hast du mich abgezogen? Hahaha, du, das brauchst du auch für dein Ego, ey. Gestern war ich in meiner favorisierten Burgerbude, natürlich nur Veggie-Burger, ist ja klar. Ne? Und da kam eine Dame vorbei. Und die war total begeistert von dem Motorrad. Also von dem E-Shopper. So, heute benehmen wir uns mal. Und zwar nicht zwischendurch. Es sei denn, wenn es nicht anders geht. Ich weiß, es ist verboten, aber ey, bei dem Verkehr. Ich habe auch schon einige Kommentare bekommen, dass das ja nicht doll ist. Natürlich ist das nicht doll. Aber es ist echt sehr verführerisch, sich einfach mal da durchzuschlängeln. Ja, die Cargo-Bikes, die werden hier auch immer häufiger. Sehe ich immer häufiger hier. Guck, die machen das alle hier. Das ist auch einfach zu verführerisch. Ach, guck mal hier, das. Ich denke, der ist elektrisch unterwegs. Ach nee, der ist ja neben mir, der so tackert. So, wir machen jetzt langsam und vorsichtig, dass sich auch keiner auf den Schlips getreten fühlt. Ich muss sowieso gleich nach links rüber. Der ist auf jeden Fall stärker. Alter, was hier los ist, ey. Was ein Verkehr. Das mitmachen im Auto, ne. Never ever. Ne, aber da seht ihr mal, was hier los ist, ey. Alter, guckt euch den Verkehr hier an, ey. Es kann nicht wahr sein. Bin immer wieder erstaunt, was hier abgeht am jedem Tag, ey. Einmal gedötscht. Dötschi Popötschi. Ja, ich habe jetzt gerade das Video abgeschlossen mit meinem Bochum-Berlin-Warschau-Traffic-Reel. Und da dachte ich mir, zum Abschluss haue ich noch einen kleinen Kommentar raus. Ne? Ich habe aber beim ersten Fahrvideo Auto versus Shopper habe ich ja ein paar nette Kommentare gekriegt. Haten will ich jetzt nicht sagen, aber ey, ein bisschen unentspannt. Leute, locker bleiben. Locker bleiben. Ne? Da Video an die Polizei melden und dann kann, was soll der Kram? Der ist Kindergarten. Ne? Und mal ganz ehrlich. Natürlich bin ich jetzt richtig drauf gewesen, dachte, boah, guckst du mal, was alles so geht und so ein Kram. Natürlich, ich habe meine Reaktion gekriegt, ich weiß auch, dass das nicht in Ordnung ist, also nicht rechtens ist, aber mal ganz ehrlich, ne? Wenn ich im Stau stehe mit dem Motorrad oder einem, auch mit dem Fahrrad zum Beispiel, mit dem Fahrrad mache ich das ständig. So, da ist eine Lücke von 2 Metern, dann gehe ich da vorsichtig mit dem Fahrrad durch. Und jeder Autofahrer, der dann die Tür aufmacht, weil er einfach
scheiß beleidigt ist, dass er nicht weiterkommt oder einfach nur gehässig, damit ich da reinfahre, ist ein Arsch. So, recht hin, recht her. Ganz einfach. Und ich glaube, dass ich mittlerweile alt genug bin, nachdem ich jetzt mehr als 35 Jahre einen Führerschein habe, dass ich so eine Sache einschätzen kann. Ne? So. Und wie sagt man so schön? Der, der ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein werfen. Ne? Noch nie über Rot gefahren? Ne? Also, mal locker bleiben und ganz entspannt bleiben. Und vielen Dank an die Kommentatoren, die mich da ein bisschen verteidigt und in Schutz genommen haben. Also, weiter. Viel Spaß mit dem E-Shopper. Und im nächsten Teil gibt es jetzt wieder ein paar Mods.